Am 6. Februar landet Melanie Griffith am VIP-Terminal in Schwechat. Richard begrüßt sie mit Blumen und schnell, schnell rauscht man im Auto auf und davon. Einen Tag später. Gespannt warten Medien- und Kaufhausbesucher in der Lugner City auf Stargast Melanie Griffith. Mausi Lugner gibt ihr Bestes, um die Stimmung aufrechtzuhalten. Dann ist es soweit. Lugner präsentiert erstmals seinen Stargast der Öffentlichkeit. Mausi heizt der Menge ein. Sie fragt Melanie gleich mal, wie ihr erster Eindruck von Wien ist. Wow, alle fragen mich das. Das ist ein großartiger Eindruck hier mit den Leuten. Es ist sehr nett. It's lovely. What? Ja, yeah, it's lovely. Die Lugner City und Vienna, it's all lovely. Tell us about Richard. Erzähl uns von Richard. Ist Richard ein guter Gastgeber? Er ist ein wunderbarer Gastgeber. Wir kennen uns kaum, aber so weit, so gut. He's a very good host. Er ist ein sehr, sehr guter Gastgeber. Lugners hochentwickeltes Englisch waren wir nicht in der Lage zu übersetzen. You can dance? Du kannst tanzen, den Wiener Walzer? Nein, aber ich versuch's. Richard ist ein großartiger Tänzer. Er liebt es zu tanzen. Nein, ich bin kein großer Tänzer. Ich bin ein schlechter Tänzer. Wenn du ein schlechter Tänzer bist, dann tanze ich mit dir. Melanie erzählt weiter, sie werde ein Kleid des befreundeten, verstorbenen Designers Alaya tragen, um ihn zu ehren. Welche Farbe? Schwarz. Black dress, wow, really black dress. And wow, ein really black dress also. Den Beweis erbringt sie auch abends im Grand Hotel. Auch ein Ständchen bekommt sie, doch fälschlicherweise startet das Duo etwas zu früh und so bekommt Simona, die Frau an Lugners Seite, das erste Ständchen. Wie immer stellt Lugner dort seinen Stargast in Abendrobe vor. Und wie immer mit großer Verspätung. Doch diesmal ist es nicht der weibliche Stargast, der für die Verzögerung sorgt. Der Manager von Melanie wusste nicht, dass Frackpflicht am Ball der Bälle herrscht. Spontan muss Ersatz her. Man vertreibt sich die Zeit mit Interviews und Posen. Und hier sehen Sie die noch nicht komplette Entourage der All-Stars von Richard Lugner. Und dann dauert es nicht mehr lange und Melanie zeigt ihr Kleid von Alaya. Und ihr Ständchen erklingt erneut. Kein Wort verstanden, aber Melanie weiß, Musik hört man mit dem Herzen. Und so sieht ihr Kleid aus. Genießen Sie diesen Live-Mitschnitt, kommentiert von unserer Fashionista und Moderatorin Bianca Konaczewski. Das Kleid passt tatsächlich noch, es ist sogar fast ein bisschen zu groß. Also man muss echt sagen, Melanie Griffith hat sich die letzten 20 Jahre über fit gehalten. Dazu trägt sie eine teure Chanel-Designertasche und auch ein wunderschönes Collier. Also auf jeden Fall eine wunderschöne Robe. Melanie Griffith also eindeutig heute ein Hingucker. Natürlich nimmt Melanie die Anwesenheit von OE24TV wahr und schenkt uns ein kleines Interview. Melanie, du siehst so hübsch aus in deinem Kleid. Worauf freust du dich heute Abend am meisten? To the ball. Auf den Ball, wie das ist. Ich habe so viel gehört seit so vielen Jahren. Du bist mit Richard Lugner unterwegs. Magst du ihn? He's great. Er ist toll, sehr anders, charmant. Du bist in Wien hier. Was genießt du an Wien und gehst du dir Sehenswürdigkeiten ansehen? Es ist zu kalt. Ich bin nirgends hin dieses Mal, aber ich war schon hier am Live Ball vor ein paar Jahren. Es ist wunderschön, so charmant. Ich komme wieder, wenn es wärmer ist und nicht schneit.
Thank you very much, Melanie. Thanks. Sagte sie, und so schnell sie kam, ist sie auch wieder weg. 2 Stunden später, wir sind wieder in der Lobby des Grand Hotels in Wien. Lugner hat gut gespeist, scheckert mit den Gästen, drängelt sich nach draußen zur Limousine und los geht's, ab auf den Opernball. Ja, wir warten da drinnen. Hoppla, Melanie fehlt. Super war's, ja. Können Sie Walzer tanzen? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Da bleibt's noch drinnen, ist noch Zeit. Alle wieder zurück auf ihre Posten. Aber sie war nett und sie ist nett. Und sie ist jetzt am Zimmer, tut sie noch herrichten. Die Simona ist auch am Zimmer. Aber gehen wir da weg, da ist kalt. Aber dann, da ist sie, Melanie. Und sie strahlt, versprüht Glamour, genau wie Mörtel es wollte. Diesmal geht alles ganz schnell. Einer nach dem anderen verschwindet in der Limo. Und los geht's. Diesmal wirklich. Melanie Griffith goes to Opernball. Zu Fuß wären sie wohl schneller gewesen. Erste Hürde, den Koloss eines Autos auf den Ring zu manövrieren. Einsatz für die Security. Platz da, hier kommt Melanie Griffith. Sperrlinien, Schienenbereich, das kümmert einen Star von Weltformat nicht. Freie Fahrt für Melanie und Richard. Doch nur wenige Sekunden später der nächste Stopp und hier beißt sich die Security die Zähne aus. Lugners Entourage muss nun geschlagene 10 Minuten warten. Grund dafür, niemand geringerer als Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt Lugners Limousine die Vorfahrt mit viel Blaulicht. So fährt man vor, Herr Lugner. Was der Bundespräsident einfach so aus dem Ärmel schüttelt, lässt Lugners Auftritt ganz schön alt aussehen. Was zu Fuß 5 Minuten gebraucht hätte, dauert nun mehr als 3-mal so lang. Aber endlich sind sie da. Nun können Richard und Melanie endlich das tun, wofür sie eigentlich gekommen ist. Den Opernball in seiner ganzen Pracht genießen. Der gehört zu uns. Okay. Bitte. Danke.